Wasserkühlung Praxis Teil 1 Erfahrungen. Eigentlich wollte ich hier Schritt für Schritt eine Anleitung zum Bau eines sowohl verschraubten als auch geklebten Ausgleichsbehälters veröffentlichen. Nach dem ersten Versuch mit dem Bohren von 36 Löchern und dem Schneiden von 36 Gewinden in der Größe M3 musste ich leider feststellen, dass es nicht besonders intelligent war, zum Bohren schnell drehende Mini-Bohrmaschinen zu verwenden, da diese viel zu schnell drehen und der Bohrer nach kürzester Zeit so warm wird, dass er das Acryl schmilzt und das Bohrloch nicht mehr maßhaltig genug ist, um darin ein Gewinde zu schneiden. Letztendlich entschloss ich mich dann dazu, die bereits gebohrten Löcher Löcher sein zu lassen und den Ausgleichsbehälter nur zu kleben. Der verwendete Uhu Hartplastikkleber hat genügend Haftkraft, den Behälter auch ohne zusätzliche Verschraubungen zusammenzuhalten. Wenn nicht, schwappen demnächst 2,5 Liter destilliertes Wasser in meinem PC herum. Erfahrung Nummer 1 also, für Acryl nur sehr langsam drehende Bohrmaschinen, vorzugsweise einen Akkubohrschrauber verwenden. Zum Zusammenkleben verwendet man einen Hilfsrahmen, den man auf einer üblichen 80 x 30 cm Leimholzplatte aufbaut, wie man sie zum Möbelbau verwendet. Da ich die Videos mit den daneben gegangenen Bohrversuchen natürlich voreilig gelöscht hatte, gibt es hier nur noch einen rudimentären Filmschnipsel, der den bereits aufgebauten Hilfsrahmen nach dem Verkleben des Grundkörpers zeigt. Da ich schlauerweise beim Zusammenschrauben des Rahmens kein Winkelmesser verwendet hatte, ist der Grundkörper ein wenig schief geraten, was zwar reichlich unschön aussieht, sich aber weder auf die Funktion noch auf die Stabilität des Ausgleichsbehälters auswirkt. Der hängt letztendlich ja in einem im Betrieb geschlossenen PC-Gehäuse und ist kein Sichtteil, das besonders ästhetischen Ansprüchen genügen müsste. Der Hilfsrahmen dient dazu, dem Endprodukt die gewünschte Form zu geben und gleichzeitig die einzelnen Bauteile so zu stützen, dass sie nicht umfallen. Das ist auch der Grund, warum im Innern zwei zusätzliche Stützelemente verschraubt sind.